wirklich will die Gäste. Ich glaube eher, diese Sachen sind mehr so ein Gag. Ja, klar, das Spiel verarscht dich zwar immer selbst, aber ich glaube. Ich glaube einfach, dass ich mehrere gleichzeitig schlagen kann. Oder dieses Multikill eingeblendet wird. Ich kriege immer Multikill, wenn da so Gegnerhorden ankommen. War das vorhin auch schon so? Nein. Nein, aber ich meine, selbst wenn. Ich glaube, immer wenn. Siehst du der schon? Macht Headbanging die ganze Zeit. War da gerade Knieschutz des Atheisten? Habe ich gerade gelesen. Warte. Arthritis. 10% Beutesammelgeschwindigkeit. Das ist so unnötig, ne? Das war mal das typisch. Ach. Aber das ist lustig, dass die. Okay, hier wird's duster. Ach, Kacke. Ja. Piu. Piu, 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 piu. Amoklauf. Hast du gerade gesehen? Dein. Ja, ja. Gleich, dein Leben schwindet. Ja, ja, ich sammle einfach diese Dinger hier ein. Hast du gerade gesehen, irgendwas mit dem Pony? Und Helm. Ist irgendwas. Oh. Wie viele von diesen Maden kommen denn noch? So, jetzt habe ich schon wieder einen Amoklauf. Alter. 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 Sammel mal Leben. Ja, 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 ja. Und schon habe ich einen Amoklauf. Boah, Mordserie. So, jetzt habe ich den Hermanns hinter uns. Oder? Ah, noch ein. So, was haben wir eingesammelt? Boah, eine Menge. Schutzengel, belebt euch mit 20% TP wieder, wenn ihr von einem Einhorn getötet wurdet. Helm des Zwielichts. Topmoderner solarbetriebener Helm, verleiht seinen Träger Nachtsicht. Beinschieben des tyrannischen Gladiatoren. 10 Schaden gegen andere Spieler. Diese Beinkleidung beweist außerdem euren Wert. Wals Unterseele Stiefeln. Wal Unterseele Stiefeln. 10 auf Guerilla-Taktik, wenn der Boss einfach zu stark ist. Draufgängertum. Geil. Auf den Kack muss man erstmal kommen. Ja, ist echt so. So, wir müssen jetzt da oben rein, weil ja, da ist bestimmt ist irgendwie ein Stern oder so ein Scheiß. Schon wieder so eine fucking Marke. Oh, das ging jetzt aber schnell. Oh, Schulterstücke des Lichtbringers. 3 Ritterlichkeit, außerdem schick für Disco-Nächte. Logisch. Bist schon mal als Gladiator verkleidet in der Disco gegangen? Also richtig geil bestimmt. Da unten ist eine Kiste. Auch schon wieder so eine Made. Oh, eine Vereinzelte. Da oben, ja, sorry, ja, ja. Sorry. Stern? Ja, bestimmt ein Stern, oder? Yeah! Kacke, ey. So. Weiter geht's. La 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 la. Aber wenigstens haben wir jetzt die Minimap. Ich will trotzdem. Oh, hier ist ein Berg. Auf jeden Fall nach da rechts, ja. Ja, aber ich will trotzdem. Wenn da schon so Typen kommen, dann muss da ja noch irgendwas sein. Oha, Diamanthalskette. Erhofft dir nichts Gutes daraus. Ihr wurdet soeben der erste Gangster-Fantasy-Held. Guck mal! Guck mal die Zeichen! Diamanthalskette des funkelnden Klunkers. Yo, bling bling, YOLO, Ghetto und so. Was? Ring der Kinderbeherrschung oder was stand da? Ich hab nicht lesen können. Kinderbeherrschung? Ja, weiß ich nicht. Das kann man auch falsch verstehen. So. Unterhose. Unterhose des Unfesselbaren. 250 Furchtresistenz, warm und bequem. So, was war hier? Das war neu. Halt, stopp. Heldenrelikt. Toll. 0,0001%. So, was haben wir? Das war auch neu, ne? Kleinfingerhut des Flammenriesenponys. Frag lieber nicht. Sauber. Es hat. Ring der Rinderbeherrschung. Ah, war ich ja knapp richtig. 17% Schaden gegen Kühe. Man weiß einfach nie, wann sich das als nützlich erweisen könnte. Okay. Ja, ich meine, das hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt, da. Ja, warte mal kurz. Nochmal ein kleiner Schluck in Ehren. Kann keiner verwehren, nicht?
So, was erwartet uns jetzt Spannendes? Hui. Ein Stern. Ah, nein, oh, ein Speicherpunkt. Nice. Das heißt, gleich kommen wir anscheinend zu einem Gegner, oder was? Wenn hier schon ein Speicherpunkt ist, dann kann er dann nur heißen, dass... Aha, ich sehe schon auf der Minimap, siehst du? Oh, Bosskampf. Jo. Ich habe gerade was. Würde ich zu dem Ehrenmedaille, laufen. Doppelte EP-Gewinne für alle Fälle. Oh, schick. Bats. Ja, sichi. Metal total. Ihr seid jetzt komplett ausgerüstet. Es fühlt sich irgendwie schwer an. Metall total, sorry. So. Metal total. Ja, sorry. Oh, hier ist ein Boss-Gedöns. Nee, ich denke, da kommst du vielleicht erst später rein. Wenn stimmt. So. Sonnencreme der Untoten. Untote bekommen jetzt einen Sonnenbrand, genau wie normale Leute. Okay, und was ist das? Kriecher-Entschärfungssatz. Das erinnert mich irgendwie an Minecraft. Hilft euch dabei, Kriecher... Woran liegt das wohl? Ja, an dem Bild natürlich. Boah, André, Captain Obvious schlägt zu, ey. Das war jetzt so sarkastisch, wie ich das gesagt habe, ne? Ne, jetzt erstmal lesen. Moment, hier. Hilft euch dabei, Kriecher an Explodieren zu hindern, vorausgesetzt ihr seid schnell genug. Ach so! Boah, André. Hey, ich bin der André, ich check mal wieder gar nichts. Hey, aber komm, das Bild war echt gut. Lol, hoppla. Mein Herr befahl mir, euch Einhalt zu gebieten. Schon bald wieder bla bla bla, Macht des Kristalls bla bla, seht ihr Todesangewicht. Action! Ja, der... Der warum Best. Machst du dir den nicht einfach mit dem Bogen? Oder Bomben? Ja, kann ich nicht. Ich kann nicht mehr wechseln. Kacke. Ach, das ist kacke. Der basht ja ganz schön, ne? Der hat auf jeden Fall lilane Schrift. Diablo heißt es. Der droppt gute Sachen. Das ist tricky immer. Aua. Ich wollte nicht, dass der mit diesen fucking Kugeln da immer schlägt. Aber der schlägt sowieso. LOL! Wow! Aber das heißt, die können auch diese nee, Kugeln fallen lassen. Das ist gut, ne? Aua. Hilfe, Mama. Du rennst auch noch genau in einen. Ja, das war blöd, ich weiß. Gib mir Mana-Kugeln, gib mir. Oder hier. Nein! Mach ich die schlau, ey. Der Sack ist auch noch scheiße schnell. Ja, ist er auch. Toll, ging jetzt nicht anders. Komm, wir bashen den jetzt einfach tot, ey. Oh, das war Skill. Es nein! Gibt nicht mal so ein Viech, was zu leben. Hilfe, Mama! Auch weg! Ja, sicher, ey. Dreck, wenn er diese Kugeln macht, ey. Nein. Bringt er das, wenn du den da hochziehst, zu dem Zeichen? Nee, das bringt, glaube ich, gar nichts. Ich glaube, ich muss den einfach nur tot bashen. Ja! Nein. Was soll ich denn da machen? Game over. Nochmal. Okay, wir waren da hier oben. Das, ich glaube, jetzt hat es Sinn gemacht, da so einen Speicherpunkt hinzusetzen, oder? Ja. Okay, das heißt nicht direkt drauf bashen am Anfang, sondern erst... Hast du diesen Flatscher gehört? Also, war voll geil. So, jetzt nochmal den hier. Alter. Bestatter, ihr habt 100 Skelette getötet. Das bringt uns Folgendes. Nichts. Toll, jetzt haben wir noch nicht mal volle Leben. Ein Award. Scheiße, jetzt müssen wir irgendwo mal... Das Blöde ist, es gibt jetzt nirgendwo mehr so Töpfe, wo irgendwas drin ist. Du musst den vielleicht einfach auf Distanz halten. Ja, womit denn? Mit den... Bla bla bla. Ja, sicher. Oha! Das hat mich getroffen, leider. Dafür so ein Lebending. Hier war noch Geld. Wobei, scheiß auf Geld.
Du hast genug. Den DVD-Player können wir uns sowieso schon nehmen. Ja. Der kann uns da nicht schlagen. Schade, wir hätten ihn da halten sollen. Der war richtig schlau, ne? Der trifft dich. Trifft er mich? Lol. Hauptsache, wir haben schon wieder kein Leben. Der soll mal wieder die Viecher machen. Alter, wir waren schlechter als gerade, ne? Ja. Ja, der ist aber auch so arschschnell. Das hört sich gut. Ich habe keinen einzigen Lebenspunkt verloren. Sauber. Ah, bleib hier, bleib da. Bleib dahinter, bleib dahinter. Bleib dahinter. Das war voll gut, ne? Vielleicht musst du den so ein bisschen aus der Ferne. Also erstmal die nur zwei normalen Schläge und dann. Ja, warte, der muss einfach nur hinter diesem fucking Ding bleiben. Dann können wir den mit dem Dingenschlag erwischen. Oh, das ist jetzt geil gerade. Der erwischt dich aber auch so. Ja, aber nicht viel. Boah, sauber. Das ist jetzt, glaube ich, eher geglitscht, wie wir das hier machen, aber von mir aus, ne? Ich meine, du kommst danach in diesen geilen Raum. Ja. Mach kaputt. Ja. Yeah. Sauber. Irgendwo ist irgendetwas passiert. Wo wohl? Und es war mit Sicherheit das letzte Mal. Okay, wir kriegen jetzt bestimmt wieder was richtig Episches. Ich weiß was. Was denn? Na, das zweite Amulettteil. Ah, wie langweilig. Tada. Aber ich dachte, wir kriegen jetzt was Schickes, womit wir auch was anfangen können. Ja, hoffe ich. Weil so ein Kack-Amulett will ich ja nicht. Oh, yay. Hoffentlich können wir uns jetzt... Oh, hier ist doch was. Ja. Ein Portal. Du musst nicht zurückrennen. Ja, das ist ganz gut, ne? Oh, ich habe wieder volle Leben. Kupferrüstung habe ich nur. Man konnte doch mal eine Silberrüstung... Warte mal. Verlassen? Silberrüstung und Kupferrüstung. Kann ich die auch ausrüsten? Nee, du hast ja deine andere Ausrüstung. Heiliger Bogen? Ich habe einen heiligen Bogen. Ach so, ja, stimmt, den hatte ich. Sollen wir nochmal Dingen spielen? Hey du, wir wollen spielen. Aber nicht auf leicht. Mittel? Ja. So, jetzt geht's richtig. Oh, guck mal hier. Der hat sogar Stärke. Der ist neu. Oh, guck mal hier. Okay, neue Sachen. Das ist zwar dieser, anscheinend dieser Doppel, den wir gefunden haben. So, dann fangen wir jetzt mal easy an. Lass uns... Sollen wir den so hinsetzen? Oder? Ja, ne? Obwohl, so? Ja, so, oder? So, ne? Ja. Da kommt der hundertprozentig von oben. Sag ich doch. Hi. So, dann machen wir jetzt 6 zur Seite. Also so. Ja, ist eigentlich wurscht, ja. Auf welche Seite der jetzt kommt. Und 7 nach unten, das ist ganz gut. Nein! Was? What the hell? So, dann machen wir 4 zur Seite, 5 zur Seite und 8 nach unten. Das ist eine Verschwendung, oder? Ja. Scheiße. Nein! Ich bin so doof! Okay, wir haben verloren. Wobei, das könnten wir eventuell noch kriegen. Nein! Doch. Den dahin. Heißt das Sternchen, dass der unlimited? Ja, ich glaube schon, dass der unlimited ist. So, da bringt jetzt gar nichts. Jetzt sind wir verloren. Fuck. You lose! Ja, Mensch, egal. Was machst du denn? Egal. Noch, nicht nochmal. War jetzt blöd. War jetzt scheiße. Verloren. Nee. So. Wieder dahin. Dabei nochmal laufen und trinken. Klappt. So. Bitte reden. Rede mit mir. Los, Onkel Benz. So. Gute Arbeit. Jetzt, wo wir das ganze Amulett haben, könnt ihr auch die schwarze Zitadelle betreten. Sie befindet sich östlich von Augai, gleich hinter dem Fluss. Östlich, also rechts. Ja.
Nie ohne Seife waschen. Genau, so mache ich das auch immer. Immer noch. Ich auch. Anders geht das auch gar nicht. So, hier lang. Dum, 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 dum. Und ich glaube, die schwarze Zitadelle ist dann auch das Ende. Ich meine, sowas mal gehört zu haben. Schwupp. Gehört? Ich hab gehört. Ich hab's auch ein bisschen gesehen, aber ich wollte mich ja nicht so spoilern, also habe ich mir bei Game One die Augen zugehalten. Und dann dabei la 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 gemacht. Aber du hast es ja gehört. Ja. Boah. So, jetzt müssen wir nur nach. Sollen wir in der schwarzen Zitadelle mal mit dem Mädel kämpfen? Ja. Ja. Batz. Alter. So, du greifst an. Und du heilst. Hätte aber jetzt kaputt machen können. Nein, weil der kann jetzt nochmal angreifen. Okay. Und das bringt jetzt wieder gar nichts. Egal. Nochmal den Sexkristall. Jetzt ist er tot. Yay. Oh, wir haben gar nicht den DVD-Player gekauft. Nein, sollen wir nochmal zurück? Ja. Auf jeden Fall. Fällt mir gerade so ein. Fuck. Scheiße. Mann. Ich wette, das bringt gar nichts. Doch, klar. Der geht doch jetzt erst auf Reisen. Wir sind doch noch am Anfang. Da brauchen wir doch einen DVD-Player. Geil, Mann. Oh, immer noch nicht tot. So, dann machst du jetzt Heilung. Und du greifst an und dann bist du tot. Gott, so ist das. So. Ja. Geschafft. Boah, jetzt müssen wir mal bis dahin laufen. So, wir lassen uns nochmal kurz überschütten. Yay. Mit Feenstaub. Ich weiß nicht, was für ein Feenstaub das ist. Ich will es noch gar nicht wissen. So. Boah, ich bin so gespannt auf den DVD-Player, ne? Oder wir kaufen die seltene Karte. Oder wir kaufen einfach beides. Oder wir kaufen den DVD-Player. Schneller DVD-Player und tschüss, langsame CD-Ladezeiten. Ihr werdet uns nicht fehlen. Und die seltene Karte? Ja. Untöter König, cool. Das ist für... Das für Spiel. Doppelzwilling, ja. Und jetzt machen wir noch Phoenix Daune. Was bringt die denn? Keine Ahnung. Dann machen wir noch Trank. Und dann machen wir noch Phoenix. Phoenix Daune. Ich glaube, das ist, wenn man verkackt, dass man dann wieder neu aufsteht. Oh. Ich glaube, für den Endboss ist das ganz gut, oder? Ja. Haben wir zwei? Ja, ne? Ja. Haben wir zwei. So, wo auf der Minimap ist es denn genau? Im Osten. Ja, guck doch mal auf der Minimap. Wo ist denn das da? Rechts. Rechts. Alter, die nerven ja so übel, ne? Alter. So, einer weg. Aua. Aua. Och. Kann er nicht mal so einen One-Hit heben? Nein. So. Guck mal, Ravioli hat nur noch 24 Punkte, ey. Scherz. Muss mal wieder hochhauen. So. Heilen. Da. So, du machst jetzt laufen, damit du nämlich jetzt nochmal heilen kannst. Und dann leuchte die nicht weg. Das weiß ich nicht. Nee. Nein, ich wollte nur ein bisschen Zeit sparen. Hä? 70? Ach so. Ja, pass auf, jetzt wird die immer so. Willst du die jetzt richtig nochmal aufputschen? So. 80. Na, mit 70 gehe ich, mit 71 gehe ich nicht zu. Nein, wie macht man zurück? Nein, man kann nicht zurück. X wie X. Ja, wenn du Pokémon Emulator spielst, dann ist X immer zurück. Ja, okay. Toll, hat jetzt nichts gebracht. Toll, hat jetzt nichts gebracht. Egal. Dann haben wir, gehen wir jetzt halt mit 60 aus dem Kampf. Wow. Aber wo denn jetzt, Alter? 20.000 Gilds erbeutet. Ach nee, hier über den Fluss. Ah, siehst du diesen Punkt? Ich glaube, das ist was. Sollen wir nochmal in eine andere Höhle gehen? Aber ich glaube nicht. Nee, da ist ja nichts mehr. Der Bus ist ja tot, ist ja langweilig. Ja, stimmt. Nein, oh, jetzt habe ich schon wieder... Ah, okay, hat auch gereicht. Jetzt. Alter, diese Schildkröte kotzt mich ja so an, ne? Ich krieg die Aggression. Bats.
Die Olle kann immer nur noch heilen, weißt du? So, der ist voll. Und sie ist auch, glaube ich, voll. Okay, ich hatte Stufe 8. Wert für Angriff. Sauber. Jawohl. Und Wert für...